Sind Sie weg? Ja, Sie wollten Sie nicht stören. Ich werde jetzt auch gehen. Und ich möchte Ihnen danken. Für alles. Und ich möchte Ihnen sagen, dass Sie toll waren zu Paul und Valerie. Ja. Sehen Sie, alles ist möglich. Ja, ja, und das gilt auch für Sie, Constance. Aber für mich ist es zu spät. Mein Vater wartet unten. Zu spät? Machen Sie Witze? Warten Sie, bis Sie so alt sind wie ich, um zu tun, was Ihnen gefällt? Man hat nur ein Leben, Constance. Mhm. Auf Wiedersehen. Was ist? Wo sind deine Koffer? Ich komme nicht mehr zurück, Papa. Und ich arbeite nicht mehr auf dem Markt. Soll das ein Witz sein? Du lässt mich so weit fahren, um mir das zu sagen? Es tut mir leid. Nein, 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 tut mir leid, gibt's nicht. Du holst sofort deine Sachen und steigst in diesen Wagen. Nein. Hör zu, ich warne dich. Dann musst du zu Hause auch nicht mehr auftauchen, nie wieder. Deine Erpressungen ertrage ich nicht mehr. Das reicht jetzt, das funktioniert bei mir nicht mehr. Ich will das tun, was mir gefällt. Ich will Musik machen. Auch wenn ich scheitere, ich will's versuchen. Das musst du doch verstehen. Sie haben doch eine Anzeige ins Netz gestellt. Zimmer zur Untermiete. Sie müssen sich geirrt haben. Ihre Bewerbung ist akzeptiert. Hier haben Sie die Hausordnung. Das sind 20 Seiten. Das ist eine Zusammenfassung. Sind Sie zufällig pensionierter Soldat? Sie duschen seit 5 Jahren mit kaltem Wasser? Wenn das Wasser kalt ist, duscht man viel schneller. Was Sie nicht sagen. Das heißt, keine Jungs? Nein, niemanden. Sie sind aber sehr gesellig. Ja, man braucht Regeln, wenn man in einer Gemeinschaft wohnt. Aber wir wären doch nur 2. Das ist aber schon sehr viel für mich. Ah, Sie sind der Sohn von Henri. Sie können mich Paul nennen. Mein Sohn ist ein Idiot. Nein, nein, nein. Ein Crumble wird warm gemacht. Weil er mit einer Idiotin lebt. Haben Sie Angst, dass er Schnupfen bekommt? Wie bitte? Ich habe irgendwann Enkel, die haben den IQ eines Goldfisches. Ich liebe Humor. Ganz besonders, wenn er witzig ist. Er ist bei ihr geblieben, weil er glaubt, dass er nichts Besseres haben kann. Aber... Ich kann doch kein Paar auseinanderbringen. Sie wohnen 3 Monate umsonst. Ich mach's für 6 Monate. Sie sind aber verdammt käuflich. Ich bin vor allem pleite. Paul, was machen Sie denn hier? Ich finde, Männer werden erst ab 40 interessant. Sie mögen Fußball? Na, aber natürlich. Bordeaux's Problem ist, dass wir zu viele Spieler verkauft haben. Genau, die verkaufen jeden und kaufen niemanden ein. Das nervt mich. Du warst in einer Diskothek. Das heißt nicht mehr Diskothek, jetzt wird Club gesagt. No. Haben Sie etwa meine Pantoffeln an Ihren Füßen? Warten Sie, bis Sie so alt sind wie ich, um zu tun, was Ihnen gefällt. Man hat nur ein Leben, Kostos. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, langsam krümmt sich die Banane. Ja.